Wenn Hunde ziehen, hat das eine Bedeutung. Oft sagen die Leute zu mir, na Frau Bartl, sind zwar nicht besser, aber ich bin ehrlich gesagt zu bequem, dass ich da Leinenführigkeit trainiere. Der Hund ist eh klein und wenn er zieht, ist es nicht so schlimm für mich. Ja, das mag vielleicht sein, dass das für den Hundeführer nicht so schlimm ist. Aber hat sich mal irgendjemand schon überlegt, ob das für den Hund vielleicht schlimm ist? Für den Hund und seine Wirbelsäule ist es enorm schlecht. Und da ist eigentlich völlig wurscht, ob er Geschirr trägt oder ob er ein Halsband hat. Ja. Blindenführhunde haben ein extra, oder sollten ein extra angepasstes Geschirr haben. Ja. Und nach 4, 5 Jahren haben sie schon starke Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule, die auch mit Arthrose und damit mit Schmerzen verbunden sind. Aber das Ziehen hat auch noch andere Bedeutung. Und zwar für die Hunde, für die Umwelt, für Hunde, die uns entgegenkommen. Wenn der Hund zieht und sich in die Leine stemmt, spannt er seinen ganzen Körper an, während er vorgeht. Die Leute, die bei mir im Training waren, wissen, was das bedeutet. Der Hund nimmt nämlich Raum. Raum nehmen ist eine körpersprachliche Ansage. Und zwar an die entgegenkommenden Menschen und auch die Tiere. Kläfft der Hund auch noch und ist vielleicht auch noch aggressiv in seinem ganzen Verhalten, ist es eine Kampfansage an das Gegenüber. Das Gegenüber weiß gar nicht, wie es dazu kommt. Das Gegenüber fühlt sich bedroht und fängt ebenfalls an, aggressiv nach vorn zu gehen. Hat das Gegenüber vielleicht dann auch noch keine Leine dran? Und ist vielleicht auch noch größer und stärker, ist der Beißvorfall vorprogrammiert. Und wieder ist der böse Hund schuld, anstatt der ignorante Besitzer, der sich nicht die Mühe machen möchte, endlich mal die Sprache seines Hundes zu erlernen.